ja, Fachbereichsarbeit steht an. Es sind extrem viele Vorträge einfach, die was interessant waren, was das, man nutzen kann. Dass man einfach nochmal ein bisschen einen Weitblick kriegt über diverse Themen, die in der Pflege einfach ganz relevant sind. Wir sind gerade im dritten Jahr in der Ausbildung zur diplomierten Gesundheits- und Krankenpflegerin und wir sind halt mit der gesamten Klasse hergefahren. Für das Berufsfeld der Pflege bedeutet der Pflegekongress vor allem, dass man über den Tellerrand hinausschaut und sich einfach einmal auch auf neue Themen und neue Dinge einlässt. Austausch, Kommunikation, Netzwerken, wie man so schön sagt. Ja. Für die Sichtbarkeit ist er, glaube ich, sehr wichtig, einfach wenn man so auch dann in den Nachrichten hört, dass er stattgefunden hat. Einfach für die Präsenz und für die Pflegenden selbst ist es wichtig, um die Neuerungen auch von der Wissenschaft einfach zu erfahren und sich weiterzubilden.